Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Annapril-Video. Ich hoffe, ihr habt euch einige davon angeschaut und euch gefällt diese Idee und diese Serie. Heute habe ich mir überlegt, mal einen Tag für euch zu machen, und zwar den YouTube-Mama-Tag. Falls ihr noch andere Tag-Ideen habt, könnt ihr mich das gerne wissen lassen, wenn ich wo unbedingt mitmachen soll. Und starten wir gleich los. Warum hast du angefangen, für YouTube Videos zu machen? Ist es für dich ein Ausgleich zum Mama-Sein? Alle, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich auch einen Beauty-Kanal habe, Anna Birdie, und den habe ich jetzt schon seit über 5 Jahren. Also, ja, ich glaube, es werden im Februar 6 Jahre, irgendwie so. Also auf jeden Fall mache ich das schon seit 5 Jahren. Angefangen habe ich eigentlich, weil ich eine Ausbildung gemacht habe zur Mediendesignerin, und ich bin dann auf so Beauty-Videos von Ebrusa gestoßen und mich hat das total fasziniert. Und da ich gerade so gelernt habe, Bildbearbeitung, Videoschnitt und so, und Schminken, und das Ganze hat mir sowieso riesen Spaß gemacht, habe ich einfach mal angefangen. Und ja, so hat das gestartet. Kamera hatte ich zu Hause und also ich habe nicht erst jetzt in der Schwangerschaft oder so angefangen, sondern ich mache das jetzt wirklich schon seit einigen Jahren. Es ist deshalb für mich jetzt auch kein Ausgleich zum Mama sein, würde ich nicht sagen, weil das einfach so mein Hobby ist und so in meinen Alltag integriert ist, und zwar eben schon seit einigen Jahren. Aber mir macht es super viel Spaß, diese Mama-Videos auf dem Kanal zu drehen. Das muss ich sagen, weil sich auch so mein Interessengebiet ein wenig darauf verlagert hat. Wie lange dauert es ungefähr, bis deine Videos fertig sind mit Drehen, Schneiden und Hochladen? Das ist immer unterschiedlich. Ich muss sagen, es hängt wirklich stark davon ab, was ich für ein Video drehe. Nehmen wir jetzt so ein Deck-Video, da dauert der Deck, das Drehen vielleicht 15 Minuten, und dann muss ich natürlich ein Thumbnail machen und das Schneiden. Da würde ich schon noch so eine gute Stunde rechnen, hängt davon ab, wie viel ich schneide. Und Hochladen dauert dann auch nochmal so eine Stunde. Also ich würde sagen, mit dem Video bin ich circa 2,5 Stunden schon gut beschäftigt. Wenn ich natürlich irgendeine Produktreview mache, wo ich dann mich mehr einlese, mehr verschiedene Videoschnitte habe, da braucht es natürlich auch länger. Ist es für dich möglich, alle Videos zu drehen, die du dir vorgenommen hast? Wird der normale Mama-Alltag dadurch vernachlässigt? Manchmal, ich will zum Beispiel noch ein Video über meine Medela Milchpumpe drehen. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, was mich ein wenig ärgert, weil es jetzt eigentlich, weil ich schon länger nicht mehr Milch abpumpe. Aber meistens schaffe ich schon, die Videos zu drehen, die ich möchte und die ich mir vorgenommen habe. Der Mama-Alltag wird, ich lasse jetzt den Alltag dadurch ja nicht beeinträchtigen, weil wenn ich keine Zeit habe, ein Video zu drehen, dann kann ich eh keines drehen. Bei mir ist es halt so, dass ich auch noch studiere, und deshalb ist es oftmals ganz stressig, aber bis jetzt funktioniert es ganz gut. Weiß deine komplette Familie und Freunde über deinen YouTube-Kanal? Nein. Was ist ihre Meinung über deine Videos, Reaktionen? Also zum Beispiel, Studienkollegen sind irgendwie drauf gekommen, dass ich YouTube-Videos mache. Viele sagen einfach gar nichts. Also das ist so die häufigste Reaktion, dass man weiß, die wissen, dass man das macht, aber es sagt eigentlich keiner so wirklich etwas, ist auch vollkommen in Ordnung. Und Freunde finden sonst auch ganz cool. Manche schauen meine Videos, viele aber auch nicht. Und einige Freunde und auch von der Familie wissen es gar nicht, weil ich das jetzt auch nicht so raushängen lasse. Und ja, ich mache YouTube-Videos, also wenn sie mich zufällig auf YouTube sehen, stehe ich da voll dahinter. Aber ich promote das jetzt nicht in meinem Freundes- und Familienkreis. Hast du schon etwas für dein Kind gekauft, das du auf YouTube gesehen hast? Ja, ich glaube, das habe ich schon öfters gemacht. Alleine Sophia Giraffe. Dann auch meinen, was habe ich noch gekauft? Also Eden und Anais Spucktücher. Puh, einiges. Also auf jeden Fall ja.
Wurdest du bisher von einem Zuschauer auf der Straße erkannt? Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals einer angesprochen hat, aber es war schon öfters mal so, dass ich dann eine Nachricht bekommen habe, ah, ich habe dich gesehen, aber so wirklich, dass mich wer angesprochen hat, war noch nie. Wie findet dein Mann YouTube? Also bei mir, mein Freund, wir sind nicht verheiratet, guckt er auch deine Videos? Also er findet es gut, dass ich das mache, er unterstützt es auch voll, er kennt mich auch nur so und er schaut meine Videos aber nicht, also nein, nie eigentlich. Wie viel Zeit verbringst du mit YouTube täglich? Also wenn ich jetzt dazu rechne, Instagram, Twitter, E-Mails checken, dann schon würde ich sagen fast so, also und auch YouTube-Videos schauen, vielleicht schon so 5 Stunden am Tag, kommt sicher hin. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Welcher YouTuber inspiriert dich? Ich schaue super gerne It's Judy's Life, diese Coney Jolies, also so englischsprachige. Ich schaue super gerne Funny Pilgrim und auch Yummy Pilgrim. It's Kim Lian. Wen schaue ich noch ganz gerne? Ich schaue auch gerne so kürzere Videos, weil ich dann doch nicht so viel Zeit habe. Ich schaue auch gerne Daily MNT von der Beauty Beachy, der Maren. Und wer inspiriert mich? Mich inspirieren sehr viele eigentlich. Und ich finde, wer mich im Moment eigentlich so wirklich sehr inspiriert, ist auch so Julian Zietlow und Alina, wie die so ihr Leben aufgestellt haben. Die sind ja auch nicht so alt und sind echt sehr erfolgreich, selbstständig, viel unterwegs, voll im Business. Schaffen das trotzdem immer mit Sport, Ernährung und ja, und da hat man auch das Gefühl, dass sich da 2 gefunden haben, die sich sehr lieben. Lieben ist ja auch ein Tunwort, sagen sie immer wieder. Die inspirieren mich so ein bisschen, also das finde ich schon sehr, sehr cool. Sind deine Zuschauerinnen überwiegend selbst Mama? Beschreibe deine Zuschauer mit 3 Worten. Ich glaube, auf Mama Birdie sind viele selbst Mama, aber auch viele nicht. Also ich glaube, das gleicht sich so aus. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren. Und wie würde ich meine Zuschauer beschreiben? Auf jeden Fall super süß. Dann, wie nenne ich das? Supportive, also so unterstützend auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass meine Zuschauer, wie soll ich sagen, dass sie auch so kritisch sind, also gegenüber Sachen, die man vorstellt oder überhaupt so auf Mamas sind, glaube ich, grundsätzlich kritisch, was ich aber total positiv finde, weil man dann auch immer ein sehr gutes Feedback bekommt. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, der Mama-Tag hat euch gefallen. Ich tagge auch noch das Glückskind oder die Eltern von das Glückskind. Ich verlinke euch nochmal den Kanal in der Infobox. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mitmacht und tschüss!